Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem Thema, das uns noch lange in Atem halten wird. Und zwar der Kampf zwischen China und den USA um die Weltspitze. Die einen glauben, dass die Amerikaner weiter die Nummer 1 bleiben. Die anderen sehen China schon lange vorne und natürlich besonders in der Zukunft. Und jetzt ist die Frage, wer könnte der heimliche Gewinner bei diesem Kampf sein? Und wir sehen momentan auch einen richtigen Tech-Krieg. Klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber da könnten auch einige Aktien richtig davon profitieren und das schauen wir uns jetzt genauer an. Jetzt erstmal ein spannender Hintergrund zu diesem ganzen Thema, denn Ray Dalio, den kennt ihr ja, den Hedgefondsmanager, und der macht sich einige Gedanken und mit seinem Research-Team untersucht der ja alles. Also jetzt nicht nur, ob man den DAX shorten kann und wie die Zinsen vor 20 Jahren waren, sondern auch, wie sich generell Mächte verschieben in sehr langer Zeit und in der Historie und wie das abgelaufen ist. Da gibt es einen bekannten Chart, ich glaube, den haben wir schon mal vor langer Zeit gezeigt, aber es ist immer wieder spannend, da drauf zu schauen, und da sieht man eben, ja, wer da früher ganz oben war und wie sich das dann im Zeitverlauf verschieben kann. Und da ist jetzt eben die große Frage, wir sehen hier schon in dieser Grafik, das muss natürlich nichts heißen, aber da stürzen die USA schon so ein bisschen ab. Man sieht den Aufstieg Chinas und jetzt ist natürlich die Frage, ja, stoßen die da zusammen und können sogar die Chinesen vorbeiziehen? Und es geht schon momentan relativ ernst zu zwischen China und den USA. Wir kennen das Ganze jetzt schon seit Jahren, der Handelskrieg, und da wurde natürlich auch immer Donald Trump dafür verantwortlich gemacht. Aber das Ganze hat sich auch nach Trump jetzt nicht wirklich entspannt. Jetzt hat es in den letzten Tagen Tesla getroffen und da muss jetzt Elon Musk, der ja sonst auch eher ein bisschen vorlaut ist und einen raushaut, ein bisschen kleinlauter auftreten. Und die Frage ist, was steckt dahinter? Ja, was Tesla so stark macht, sind natürlich viele Sensoren und Kameras. Das gefällt den Chinesen aber gar nicht so gut, denn die haben auch Angst, dass sie ausspioniert werden könnten. Und deswegen gibt es jetzt Hausverbot für Tesla auf Militärgelände und auch auf dem Gelände von Staatsunternehmen. Und Elon hat sich da sehr versöhnlich gegeben vor kurzem und hat gesagt, es gibt einen sehr starken Anreiz für uns, mit Informationen sehr vertraulich umzugehen. Sollte Tesla Autos benutzen, um in China oder anderswo zu spionieren, werden wir dicht gemacht. Aber das Spiel funktioniert natürlich auch andersrum. Die Amerikaner gehen auch hart gegen die Chinesen vor, weil in Amerika natürlich auch schon einige mitbekommen haben, dass China angreift und dass die Vormachtstellung der USA natürlich auch nur erhalten bleiben kann, wenn man wettbewerbsfähig bleibt und wenn man technologisch vorne bleibt. Und da gibt es die sogenannte China Strategy Group unter der Leitung von Ex-Google-Chef Eric Schmidt, und die haut zum Beispiel solche Sätze raus: Amerikas technologische Führungsrolle ist von grundlegender Bedeutung für seine Sicherheitsanwohner, Wohlstand und seine demokratische Lebensweise, und man fordert ganz klar, dass diese technologischen Vorteile erhalten bleiben müssen. Und Joe Biden wirkt ja auf den ersten Blick auch sehr vernünftig, versöhnlich, aber der bleibt im Umgang mit China eigentlich genauso hart wie Trump. Manche sagen sogar, der gibt da hinter den Kulissen noch mehr Gas. Vorne rum ist das alles okay. Also da zum Beispiel TikTok, WeChat, da wurde ein bisschen zurückgerudert, da gibt man sich jetzt nicht mehr ganz so streng. Aber alles, was jetzt mit Supertechnologie zu tun hat, zum Beispiel das Stichwort Quantencomputing, da kommen dann schon mal chinesische Unternehmen jetzt auf die schwarze Liste. Das heißt, wenn die jetzt Halbleiter-Chips brauchen, dann kriegen sie die nicht mehr von AMD zum Beispiel oder generell aus den USA oder auch nicht aus Taiwan. Also da wird den Chinesen das Leben richtig schwer gemacht. Und das bringt China natürlich unter Druck. Die sind da weit vorne, die sind technologisch gut, haben auch viele Patente, aber das kann natürlich sehr schnell schmelzen, wenn man da unter Druck kommt. Vor allem, weil die Halbleiter eben nicht aus China kommen. Gerade mal 6% von den Halbleitern, die in China genutzt werden, kommen aus dem eigenen Land. Also da sieht man schon mal, wie abhängig China noch von außen und vor allem von Amerika ist. Also die USA sind natürlich noch vorne, auch technologisch, auch wenn China angreift. Aber die Chinesen sind auch wichtig, denn wir sehen gerade jetzt in der Krise während Corona, wie China sich da gut rausgeschlängelt hat, will man fast sagen, und wie sie die Weltwirtschaft antreiben, wie sie sehr stark wachsen. Jetzt ist die Frage, wer gewinnt das ganze Duell? Ja, da können wir es eigentlich mit Ray Dalio halten, der sagt, ihm ist das wurscht. Er setzt sozusagen auf beide. Und warum? Das kommt jetzt. Ja, es gibt nämlich einige Unternehmen, die davon profitieren könnten. Das sieht auch unser Silicon Valley-Experte Thomas Rappold so. Der sagt nämlich ganz klar, wenn sich jetzt beide Länder mehr auf ihre Binnenmärkte konzentrieren und versuchen, weniger abhängig von dem anderen oder generell von außen zu werden, dann gibt es einige Unternehmen, die da auf dem Zettel stehen. Und er sagt, dann profitieren besonders sogenannte Low-Techs, also Anbieter von einfacher, robuster Technologie, autark und mit tiefem Burggraben, die vor Handelssanktionen geschützt sind oder sogar davon profitieren.
Und das ist jetzt alles kein Säbelrasseln oder irgendwie Spinnerei-Fantasie, sondern das ist jetzt schon Realität. Beide Länder geben Gas. Es gibt schon einige Experten, die sagen zu China, auch China-Experten, die bereiten sich eigentlich komplett schon auf die Entkopplung von den USA vor. Also dieses Stichwort Decoupling. Und in den USA gibt ja auch Biden richtig Gas. Also die Investitionen in Infrastruktur sind ja enorm. Und da fängt es natürlich bei 5G an, bei E-Mobilität. Und da schauen wir uns jetzt mal an, welche Aktien davon profitieren könnten. Und da kommen wir schon zum ersten Unternehmen. Und das ist jetzt aus den USA. Es kommt natürlich immer ein chinesisches Pendant dazu. Aber beginnen wir jetzt mal mit Crown Castle. Das ist der führende Betreiber von Funkmast. Und die Zahlen sind schon sportlich. Insgesamt 40.000 Masten nennt Crown Castle sein eigen. Dann haben sie auch ein gutes Glasfasernetz. Insgesamt mehr als 80.000 Meilen. Und zu den Kunden zählen natürlich die größten der großen: AT&T, T-Mobile und Verizon. Schauen wir auf den Chart und auf die Zahlen. Also da sehen wir, da gab es natürlich auch mal einen Einbruch letztes Jahr. Das ist ja der Klassiker. Zuletzt richtig gut gelaufen. Natürlich darf man jetzt keine zu großen Sprünge erwarten. Das ist ja auch schon ein richtiges Dickschiff hier. Mehr als 66 Milliarden Euro schwer, obwohl es sicherlich manche vielleicht gar nicht kennen. Langfristige Wachstumsrate trotzdem sportlich 21%. Und was natürlich vor allem spannend ist, der tiefe Burggraben, den Herr Rappold auch vorher schon angesprochen hat in unserem Zitat. Und auch die Margen sind wirklich gut. Ist jetzt zwar Vorsteuer, aber die Marge über 70%. Und was ist jetzt die Vision? Warum könnte die Aktie in Zukunft mehr wert werden? Also die sind Vorreiter bei 5G und bei Glasfaser. Also wie wichtig Mobilfunk ist, das brauche ich euch jetzt nicht mehr erzählen. Aber dass 5G richtig funktioniert, das sagt auch Rappold. Dazu müssen natürlich erstmal die Funktürme dann optimal mit Glasfasernetz verbunden werden. Und da ist Crown Castle natürlich die erste Adresse. Jetzt kommen wir zum chinesischen Pendant und das ist China Tower. Und die sind auch richtig gut positioniert. Die bündeln nämlich das Funkmastengeschäft von den drei größten chinesischen Mobilfunk-Playern: China Telekom, China Unicom und China Mobile. Also das ist schon so, als würde sich jetzt der FC Bayern, Real Madrid, Barcelona und dann noch Juventus Turin da alles sozusagen in einer Mannschaft spielen. Wobei das ging ja vor kurzem nicht ganz so gut mit der Super League, aber ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt schauen wir mal kurz auf den Chart und auf die Zahlen. Das blenden wir mal kurz ein für euch. Das ist jetzt hier ein bisschen fummelig, verwirrend vielleicht, weil es jetzt von chinesischer Währung umgerechnet worden ist in Euro. Deswegen auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Das soll alles solide wachsen. Ist natürlich immer für uns schwieriger, jetzt so ein chinesisches Unternehmen einzuschätzen, als jetzt vielleicht ein amerikanisches oder deutsches. Aber die langfristige Wachstumsrate 28% ist auch noch ein bisschen kleiner. Das Unternehmen muss man natürlich auch dazu sagen. Und die Bewertung ist aber deutlich moderater. Warum könnte die Aktie jetzt Potenzial haben? Man ist erst 2018 an die Börse gegangen, um natürlich auch das Ganze finanziell zu pushen, dass man jetzt diesen 5G-Ausbau vorantreibt. Das ist natürlich eine Vision und was natürlich auch ein Vorteil ist, dass dieses Unternehmen jetzt völlig unabhängig ist von Handelskriegen und Co. Kommen wir zum nächsten Unternehmen aus den USA und das kennt wahrscheinlich jeder. Das ist BlackRock, ist vielleicht erstmal jetzt verwunderlich im Tech-Krieg, aber kommen wir gleich dazu. Und die verwalten mittlerweile fast 9 Billionen US-Dollar. Schauen wir auf den Chart, das Geschäft läuft gigantisch. Das kann man auch hier schon allein an der Aktienkursbewegung ablesen. Also auch im jüngsten Quartal natürlich wieder richtig abgeliefert. Langfristige Wachstumsrate weiterhin bei 10%. Also da sollte sicherlich noch einiges drin sein. Und vor allem, wir sehen auch hier die Bewertung, obwohl es so gut läuft, immer noch sehr, sehr moderat. Ja, BlackRock profitiert natürlich generell, wenn an der Börse gehandelt wird, viel. Der ETF-Boom ist ungebrochen. Jetzt sind durch die Krise nochmal viele neue Anleger an die Märkte gekommen. Aber sie profitieren natürlich auch davon, von chinesischen Anlagen, die bei Investoren wegen des starken Binnenkonsums dann immer mehr in Frage kommen könnten. Und das ist sozusagen die Story, warum BlackRock jetzt von diesem Tech-Krieg oder von diesem Binnenkonsumkrieg, besser gesagt, profitieren könnte. Jetzt kommen wir wiederum zum chinesischen Pendant, so ungefähr. Das ist Ping An, auch wenn man die jetzt nicht eins zu eins mit BlackRock vergleichen kann. Ping An ist eher ein Versicherungsunternehmen, eigentlich das größte der Welt. Aber Thomas Rappold sieht es eher als Mischform zwischen Versicherungsunternehmen und auch Tech-Unternehmen. Jetzt schauen wir auf den Chart und auf die Zahlen. Und Ping An, das ist schon wirklich ein Dickschiff. Ich habe es gerade schon gesagt, der größte Versicherungskonzern der Welt ist hier fast 70 Milliarden Euro schon schwer. Und was fast noch beeindruckender ist, mehr als 218 Millionen Kunden.
Warum könnte Ping An jetzt profitieren? Also es ist dieser Mix aus dem klassischen Versicherungsfinanzgeschäft und Technologie. Es sind eigentlich vier Säulen, auf denen Ping An jetzt funktioniert in diesem Ökosystem. Also einmal Finanzdienstleistung, dann Gesundheitsversorgung, Autodienstleistung und dann auch ganz wichtig das Thema Smart City. Das könnte in Zukunft ganz, ganz wichtig werden, vor allem in China natürlich bei diesen Megacities. Da wird Nachhaltigkeit wahrscheinlich noch wichtiger. Das ist ja ein Megatrend und durch ESG und Co. wird das jetzt erst richtig Fahrt aufnehmen. Und da ist Smart City natürlich sehr, sehr spannend. Da ist Ping An auch gut aufgestellt schon und will dann natürlich noch weiter vorankommen. Das ist dann alles Mögliche, also natürlich Blockchain, Cloud Computing und auch KI. Und jetzt schauen wir wieder nach Amerika und da kommen wir zur nächsten Aktie, und zwar ist das die CME Group und das ist einfach gesagt die größte Terminbörse der Welt. Schauen wir mal kurz auf den Chart und auf die Zahlen. Das ist natürlich auch ein richtiges Dickschiff. Die langfristige Wachstumsrate ist jetzt nur bei 6%. Also da darf man jetzt auch nicht zu große Sprünge erwarten. Aber das ist natürlich trotzdem ein solides Geschäftsmodell. Und das Praktische als Investoren ist für uns natürlich, wenn wir jetzt in so eine Aktie investieren, dann ist es unterm Strich gar nicht so wichtig, ob die Börse steigt oder fällt. Gerade wenn es volatil ist, dann macht eine Börse natürlich immer Gewinn. Und im Technologiekrieg könnte diese Börse richtig gut aufgestellt sein, denn die mischen da schon vorne mit bei den Kryptowährungen und gehen da jetzt nochmal einen Schritt vorwärts. Ab Anfang Mai wird es nämlich sogenannte Micro-Bitcoin-Futures geben. Und jetzt schauen wir wieder nach China ins Reich der Mitte und das ist jetzt mal ein richtig würdiges Pendant. Es ist nämlich die Hong Kong Stock Exchange und das ist eine der größten Börsen der Welt. Und 2020 hat sich die Wichtigkeit gezeigt. Es gab nämlich eigentlich nirgendwo mehr Börsengänge, außer an der Nasdaq. Ja, und deswegen brummt das Geschäft auch. Schauen wir mal auf den Chart und auf die Zahlen. Langfristige Wachstumsrate ist da schon deutlich höher, obwohl das auch natürlich schon ein richtiges Dickschiff ist. Hier 18% und 2020 lief das rund mehr Umsatz 24% als im Vorjahr. Und in diesem Jahr rechnet man sogar mit noch mehr, mit einem Umsatzplus von 36,6%. Und da ist die Vision ganz einfach, warum da noch richtig viel Potenzial da ist. Also wir haben es vorher schon angesprochen, natürlich die ganzen Finanzkonzerne sollten davon profitieren oder auch die Börsen, wenn natürlich viel gehandelt wird, wenn immer mehr Leute an die Börse kommen. Wir haben es gesehen, das Volumen ging letztes Jahr schon hoch und geht jetzt immer weiter hoch. Also natürlich kann so ein Trend dann auch mal wieder abbrechen, aber das macht schon mal Hoffnung. Und was auch Hoffnung macht, ist der Handelskrieg. Der spielt nämlich der Hong Kong Stock Exchange in die Karten. Ende März 2021 wurde nämlich jetzt ein Gesetz verabschiedet von der US-Börsenaufsicht und das macht es chinesischen Unternehmen viel, viel schwerer, an der Nasdaq gelistet zu werden. Und das macht es aber natürlich dann wahrscheinlicher, ja, dass sie sich an der Heimatbörse dann listen lassen und das könnte natürlich dann richtig in die Karten spielen. Und jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen dieses Videos, Leute. Jetzt hatten wir 6 spannende Aktienduelle, aber es ging jetzt eigentlich gar nicht darum, wer besser oder schlechter ist, sondern wer grundsätzlich ja, von diesen Konflikten, von diesem Wettkampf, man kann es ja auch mal positiv sehen, wer davon profitieren könnte. Denn es muss ja jetzt nicht nur Gewinner und Verlierer geben, vielleicht pusht das Ganze ja auch beide nach oben, wäre natürlich für uns auch gut, dann profitieren alle ein bisschen davon. Aber natürlich muss man das Ganze schon auf dem Zettel haben, dass es natürlich dann auch noch ein paar Spannungen geben kann. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie euch das Video gefallen hat. Schreibt es doch mal in die Kommentare, vor allem wie ihr die Aktien findet. Also ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch investiert sind, vor allem in BlackRock, da sind sicherlich einige dabei. Und wie euch die anderen Aktien gefallen. Also gebt uns gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Macht's gut. Ciao.